der Drifter liegen der Radweg auf der linken Seite, ist die Trasse der ehemaligen B14. Bevor ich dann links obrig, ist sie, wenn wir im Film Spader sehen, nach rechts den Berg aufgegangen. Servus miteinander. Unter dem Motto, so schön ist bei uns daheim, möchte ich Ihnen heute zum Pfälzer Hof mit hinternehmen. Selbstverständlich habe ich auch wieder ein paar Lieder dabei, nämlich den Pfälzer Hof Express und im Hinblick darauf, dass in den 1950er und 1960er Jahren der Sportplatz, der hinten am Pfälzer Hof war, auch ein paar bekannte Fußballerlieder, die Fußballer immer wieder gern gesungen haben. Also, wenn's wollt, dann kommt's doch bitte mit. So haut 1960 die Bundesstraße B14 vom Ortsausgang Wollhaus in Richtung zur tschechischen Grenze ausgeschaut. Links war Dampferschupfer und rechts war die Nepomuk-Statue. Nach der Linkskurven oben ist nur eine Rechtskurven gekommen und dann waren wir schon am Pfälzer Hof da. Das Luftbild zeigt den damaligen Pfälzer Hof mit dem TSV-Sportplatz. Im Hintergrund sieht man Frankenreit. Dem gegenübergestellt habe ich ein Luftbild aus der heiligen Zeit. Als Zugang zum Pfälzer Hof habe ich in meinem Film nicht die nahe Zufahrt beim Zollgebäude, sondern die alte Zufahrt genommen. Thank you.
Der Balk Peppe, ehemaliger Kreisbrandrat und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wollhaus, hat mir, weil ich es nicht mehr genau gewusst habe, bestätigt, dass das Kreuz am Kreuzberg 1973 im Rahmen vom 100-jährigen Gründungsfest der Wollhauser Feuerwehr aufgestellt worden ist. Es handelt sich dabei um ein Kreuz für die Heimatvertriebenen mit der Inschrift »Vergesst die Heimat nicht«. Die Initiatoren waren der erste Bürgermeister Karl Bauer, der Kommandant Josef Balk, der Bauunternehmer Josef Krötsch und sein Buchhalter der Nickel Schorsch. 1988 hat der Oberpfälzer Waldverein dort eine Anlage errichtet mit dem Gedenkstein und dem Logo des OWV. Im Rahmen der 850-Jahr-Feier des Marktes Weidhaus vom 22. Juli bis zum 1. August 1988 ist die Anlage der Gemeinde übergeben worden. Am 26. Juni 2019 ist der Dufthang eingeweiht worden. Beim Dufthang handelt es sich um einen Bienen- und Kräuterlernort mit vielen interessanten und wissenswerten Informationen über das Leben der Bienen und die Verwendung der verschiedenen Kräuter. Wollhauser sind ja weithin als Hängrecker bekannt. Es war deshalb naheliegend, die Imkerei mit ins Boot zu nehmen. Im Bienenhaus sind mehrere Bienenvölker untergebracht. Im Kräutergarten klären deutsch-tschechische Infotafeln über die einzelnen Kräuter auf und wofür es gut sind.
Es ist eine wunderschöne Anlage geworden und ich kann jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Auf der Homepage der Gemeinde sind dazu außerdem interessante Informationen enthalten. Und dann ist auch nur der Gedenkstar an die Schlacht im Dreißigjährigen Krieg, nämlich am 16. Juli 1621 zwischen dem pfälzischen Söldnerheer Ernst Graf von Mansfels in den Diensten der Protestantischen Union und dem kaiserlichen Heer unter dem Heerführer Graf von Tilly als Feldherr der katholischen Liga. Das befestigte Feldlager des Grafen Mansfeld hat eine Fläche von ungefähr 2 Quadratkilometern gehabt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass im Juni 1621 da 35.000 bis 40.000 Personen waren, darunter 23.000 Kämpfer und der Tross mit 10.000 bis 12.000 Personen. Das Lager ist im Osten durch den Rehlingbach, also durch den Grenzbach, begrenzt worden. Im Süden war der Rodlobach die Grenze. Im Westen ist es gegangen bis an den Ortsrand von Wollhaus und ist auch von der Eslaner Straße eingeschränkt worden. Und im Norden war die Begrenzung die Straße nach Pilsen, die damals über Frankenreit gefeiert hat. Die 5 wichtigsten Punkte sind zu Hauptschanzen oder Reduten ausgebaut worden, die zur Verteidigung mit Geschützen eingerichtet und durch lange Laufgräben miteinander verbunden worden. Als bedeutendster Punkt muss die Kreuzberg-Redut angesehen werden. Heute ist es die Ortschaft Pfälzerhof. Von da aus war das ganze Lager zu überschauen. Um zum damaligen Schlachtfeld zu kommen, müssen wir zuerst zu den Windrädern am Grissbergweg fahren, die majestätisch nach Böhmen und Bayern grissen. Vor mir ist das Windradl südöstlich vom Grissbergweg oder, wenn wir jetzt runtergefahren haben, rechts davon. Und ich schaue zunächst nach Osten. In dem ganzen Bereich hat sich der Tilly seinerzeit verschanzt gehabt. Und ich schwenke dann nach Nordosten zum damaligen Schlachtfeld weiter.
Hintergrund sieht man dann die Dächer vom LKW-Terminal Betz. In der Senke zwischen den Windrädern und dem LKW-Terminal Betz bei der ehemaligen Speckermühl hat sich das Ganze seinerzeit angespült. Ich bin jetzt da hier unten in der Senke bei der ehemaligen Speckermühl. Da hat damals die Schlacht stattgefunden. Heint sind an der Stelle ein paar Fischweiher und es ist eine wunderbare, idyllische Ruhe. Da vorne, vor den Hauchenbeimen, ist der Grenzbruch. Dahinter ist schon Tschechei. Das Gelände steigt dort ganz stark an und dort waren seinerzeit die Truppen vom Tilly. Und jetzt lau ich eng mit ein paar Bildern ein bisschen allein. Und dann ist da nur ein altes Kreuz, das von einem gewissen Georg Weig vor der Speckermühl errichtet worden ist. Der Angriff durch Tilly am 16. Juli 1621 von der böhmischen Seite aus ist in der Ortschronik Geschichte der Grenzlandgemeinde Markt Weidhaus von Siegfried Poplotzki ausführlich beschrieben. Weiter möchte ich an der Stelle nicht in die Historie eingehen. Das darf den Rahmen von meinem kleinen Film sprengen und das kann der heimatkundliche Arbeitskreis mit dem Ortsheimatpfleger Andreas Ringholz viel besser. Wer sich nur weiter dafür interessiert, der kann in Wikipedia, in der Ortschronik und den verschiedenen Festschriften nachlesen. Wenn wir jetzt schon da sind am Kreisberg, dann gehen wir auch gleich noch auf die andere Seite über. Da ist auch noch eine Sehenswürdigkeit, nämlich die Gedächtniskapelle der Pfraumberger, die sogenannte Pfraumberger Grotte. Von Wollhaus aus kann man wunderbar überschauen bis zum Pfraumberg. Nicht zuletzt war das der Grund, weshalb die Pfraumberger im Jahr 1979 in der Zeit des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhangs die Pfraumberger Marienkapellen am Kreisberg errichtet haben. Sie ist eine Nachbildung der offenen Marienkapelle, die seit dem Jahr 1852 bei Pfraumberg unterhalb des Schlossbergs stand. Thank you.
Die Marienstatue mit dem Jesuskind richtet den Blick hinüber in den Osten zum Grenzübergang und zur alten Heimat Pfraumberg. Auf der Eulentafel neben der Marienstatue stehen die Namen der Kirchen und ihrer Patrone im ehemaligen Gerichtsbezirk Pfraumberg. Und die andere erinnert an die Gefallenen und Verstorbenen der alten Heimat. So. Nach dem Abstecher zum Gressberg hinten fahren wir jetzt weiter. Am Stahl- und Maschinenbauunternehmen vom Dirl Stefan vorbei und kommen zum Gasthof Pfälzerhof. Beim Gasthof Pfälzerhof handelt es sich um eine Traditionsgaststätte mit einem großen und schattigen Biergarten. Wenn man Heft 6 des heimatkundlichen Arbeitskreises entnehmen kann, ist der Gasthof 1836 durch Johann Baptist Schädel von Greifenstein errichtet worden. Heint ist es Vereinslokal vom OBV, von der UBG, vom heimatkundlichen Arbeitskreis und dem Waidhauser Fähnlein. Jetzt fahren wir weiter und zwar zum Zollhaus. Der heimatkundliche Arbeitskreis hat in Heft 6 dokumentiert, dass das Gebäude 1835 durch Zacharias Schädel von Greifenstein gebaut worden ist. Bereits ein Jahr später, nämlich 1836, ist darin schon Zolldienst geleistet worden. Am 24. Februar 1840, so steht es in Heft 5 des heimatkundlichen Arbeitskreises, hat der bayerische Staat das Gebäude erworben. Heint ist dort das Zollamt Mobile Kontrollgruppe unterbracht. Weiter geht's um die Kurven um zum Anwesen Bausch. Vom 2. März 1964 bis ca. 1979-1980 hat die Firma von Karl-Heinz Bausch Spankörbe für Obst und Gemüse hergestellt. Bei dieser Spankorb- und Obstkistenfertigung hat sie sich um eine alte Tradition aus seiner früheren Heimat im Erzgebirge gehandelt. Die Firma Bausch hat bis zu 15 Personen beschäftigt gehabt.
Beim Anwesen Sauer kann man wunderschöne Tiere und schnuckelige Bauten bewundern. Hat sie jetzt den garstigen Ganser gesehen? Da bin ich gleich weitergegangen und hab lieber das Pferdl gefilmt. Wisst ihr eigentlich, warum das Pferdl Pferdl heißt? Der Friedel Fesel hat's gesagt, weil wenn's fliegen könnt, dann heißt es Pfluftl. Dann ist da noch ein seltener Vogel auftaucht. Der gehört zwar jetzt nicht da dazu, aber er war trotzdem in Wollhaus da. Nach meinen Recherchen ist das ein Nilgans. Zum Pfälzer Hof gehört natürlich auch der Fußballplatz. Nun gleich war der nämlich nicht in Wollhaus, sondern am Pfälzer Hof dahinten. Die Lieder, die die Fußballer damals gesungen haben und auch heute noch singen, habe ich arrangiert und aufgenommen. An dieser Stelle möchte ich mich beim Zeig-Sigi, beim Hochwart Hermann und beim Schwarzmeierkörl bedanken, die mir bei der Suche nach den Texten und Melodien auch geholfen haben. Danken möchte ich auch der Hülpertanne Lore, dem Graus Eberhard, meiner Schwägerin Inge Vögel, dem Zeig-Sigi und dem Sintel Karl-Heinz vom Heimatkundlichen Arbeitskreis für die Fotos, die sie mir für meinen Film zur Verfügung gestellt haben. Für die Unterstützung bedanke ich mich außerdem nur beim Balkbeppe, der Familie Bausch, der Sauer Petra und meiner früheren Arbeitskollegin Kerstin Wilka-Dierl. Und jetzt viel Freude mit den Fußballerliedern. Und jetzt hätte ich fast nur jemand vergessen, nämlich den Specker Müllner, den Kleber Josef. Und den wichtigsten, mein Enkel Dominik Hösel. Danke, Dominik, für die wunderschönen Luftbilder. Heut scheint der Mond so schön auf der Welt. Zu meinem Vater bin ich in Bestell.
tatsächlich einmal ein Spiel verloren haben, was ja äußerst selten vorkommen ist, dann haben sie auch ein Lied dafür gehabt. Wer hat uns die Spielheit verloren? Verloren. Wer hat uns die Spielheit verloren? Verloren. Ja, unser Herr Keeper, der saft halt die Liter, der hat uns die Spülheit verloren, verloren. Ja, unser Herr Keeper, der saft halt die Liter, der hat uns die Spülheit verloren. Wer hat uns die Spülheit verloren, verloren? Die Spülheit verloren, verloren. Ja, unsere zwei Verteidiger, das sind halt zwei Weiber, die hab uns die Spülheit verloren, verloren. Ja, unsere zwei Verteidiger, das sind halt zwei Weiber, die hab uns die Spülheit verloren. Wer hat uns die Spülheit verloren, verloren? Wer hat uns die Spülheit verloren, verloren? Ja, unser drei Läufer, das sind halt drei Säufer, die haben uns die Spülheit verloren, verloren. Ja, unser drei Läufer, das sind halt drei Säufer, die haben uns die Spülheit verloren. Wer hat uns die Spülheit verloren, verloren? Wer hat uns die Spülheit verloren, verloren? Unser fünf Stürmer, die Griechen, Wildwürmer, die haben uns die Spülheit verloren, verloren. Ja, unser fünf Stürmer, die Griechen, Wildwürmer, die haben uns die Spülheit verloren.
pfeift jeden Dreck. Der haut uns die Spülheit verloren, verloren. Der Schiri, der Depp, der pfeift jeden Dreck. Der haut uns die Spülheit verloren. Zicki zacki, zicki zacki, hoi, hoi, hoi. Zicki zacki, zicki zacki, hoi, hoi, hoi. Dieses Liedes wurde gesungen in einem
der Maiennacht, ja Maiennacht, frohe Fußballspiel des Jungen. Jetzt hat mein Film doch länger gedauert, als ich ursprünglich gedacht habe. Trotzdem hoffe ich, dass er euch gefallen hat, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund miteinander.